Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, von Herzen heiße ich Sie alle willkommen von nah und fern an diesem Nachmittag des Hochfestes Herz Jesu zur Feier der Priesterweihe. Willkommen heiße ich natürlich an erster Stelle unsere 7 Weihekandidaten, die alle aus unserem Bistum natürlich kommen, auch wenn einer von ihnen besonders weit herkommt, nämlich aus Jerusalem von der Dormitio, Bruder Josef. Er kommt ursprünglich aus Düsseldorf und lebt aber in Jerusalem in der dortigen Benediktinerabtei und ist natürlich über den Heiliglandverein noch einmal in einer besonderen Weise mit dem Erzbistum Köln verbunden. Aber darüber hinaus kommen natürlich auch Mitbrüder von weit her, weil sie zum Beispiel über das Priesterseminar Redemptoris Mater zu uns kommen, aus Guatemala, aus Polen. Und ein weiterer Mitbruder, der in Lantershofen im Priesterseminar war, aus Kroatien. Ihnen allen, Ihren Familien, Ihren Anverwandten, den Mitgliedern der Gemeinschaften des neokatechumenalen Weges von nah und fern, den Mitbrüdern aus unserem Bistum, allen, die in der Priesterverantwortung übernommen haben, den Heimatgemeinden, den Praktikumsgemeinden, jeder von Ihnen sei herzlich begrüßt und willkommen geheißen. Das ist eine Stunde der Freude. Es ist eine Stunde der Kirche, weil der Herr der Kirche, Christus, 7 Männer beruft in seinen Dienst, damit auch heute unter uns Kirche sein kann, damit sein Wort, sein Evangelium bezeugt und verkündet wird und damit die Zeichen seiner Nähe, die Zeichen seiner Gegenwart unter uns gefeiert und gelebt werden können, die Sakramente. Jetzt in dieser Stunde schenkt er uns seine Gegenwart in Wort und Sakrament. Wir wollen uns vorbereiten auf die Begegnung mit ihm, indem wir uns als sündige Menschen bekennend wissen, dass wir auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen sind und auch auf die Vergebung, die wir einander schulden. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, wir verehren das Herz deines geliebten Sohnes und preisen die großen Taten seiner Liebe. Gib, dass wir aus dieser Quelle göttlichen Erbarmens die Fülle der Gnade und des Lebens empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Ezechiel. So spricht Gott, der Herr. Siehe, ich selbst bin es. Ich will nach meinen Schafen fragen und mich um sie kümmern. Wie ein Hirt sich um seine Herde kümmert an dem Tag, an dem er inmitten seiner Schafe ist, die sich verirrt haben, so werde ich mich um meine Schafe kümmern. Und ich werde sie retten aus all den Orten, wohin sie sich am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels zerstreut haben. Ich werde sie aus den Völkern herausführen. Ich werde sie aus den Ländern sammeln und ich werde sie in ihr Land bringen. Ich führe sie in den Bergen Israels auf die Weide, in den Tälern und an allen bewohnten Orten des Landes. Auf guter Weide werde ich sie weiden, und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort werden sie auf gutem Weideplatz lagern, auf den Bergen Israels werden sie auf fetter Weide weiden. Ich selber werde meine Schafe weiden, und ich selber werde sie ruhen lassen, Spruch Gottes des Herrn. Das Verlorene werde ich suchen, das Vertriebene werde ich zurückbringen, das Verletzte werde ich verbinden, das Kranke werde ich kräftigen. Doch das Fette und Starke werde ich vertilgen, ich werde es weiden durch rechtens Entscheid. Wort des lebendigen Gottes. An Wasser des Lebens. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagen auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen. Er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen, muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil,
denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, und im Hause des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, für die zu dieser Zeit noch Gottlosen gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem Zorn gerettet werden. Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Gottes Feinde waren, werden wir erst recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Mehr noch, ebenso rühmen wir uns Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir jetzt schon die Versöhnung empfangen haben. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Und in deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit erzählte Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten ein Gleichnis und sagte: Wenn einer von euch 100 Schafe hat und eines davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Ich bitte die Kandidaten für die Priesterweihe, vor den Bischof zu treten. Dr. Christian Jasper aus St. Johannes in Oelde. Ich bin bereit. Robert Knesewitsch aus St. Peter und Paul in Siegen. Ich bin bereit. Henrik Land aus St. Gertrud in Düsseldorf-Eller. Ich bin bereit. Tobias Sebastian Menke aus St. Marien in Wartberg. Ich bin bereit. Bruder Josef Sandor-Quator aus der Benediktinerabtei in Jerusalem. Ich bin bereit. Alvaro Tuich Oreno aus San Pedro Nolasco, Guatemala. Ich bin bereit. Tomasz Wojciechowski, San Johannes Bosco, Sukhov, Podlaski, Polen. Ich bin bereit.
Hochwürdiger Vater, die Heilige Kirche bittet dich, diese unserer Brüder zu Priestern zu weihen. Weißt du, ob sie würdig sind? Das Volk und die Verantwortlichen wurden befragt. Ich bezeuge, dass sie für würdig gehalten werden. Mit dem Beistand unseres Herrn Jesus Christus, des Erlösers, erwählen wir diese, unsere Brüder, zu Priestern. Dank sei Gott dem Herrn. Liebe Weihekandidaten, liebe Eltern, Geschwister, Familienangehörige, Freunde, liebe Schwestern und Brüder aus den Heimatgemeinden und Praktikumsgemeinden, liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienst. Die Kirche durchlebt gegenwärtig keine einfachen Zeiten. Viele können sich nicht mehr mit ihrem Glauben identifizieren. Andere haben ihre Schwierigkeiten mit ihrer Struktur. Wieder andere haben angesichts der letzten Skandale jedwedes Vertrauen verloren. Und sie wollen nicht mehr mit ihr in Verbindung gebracht werden. So mancher wendet sich deshalb ab von ihr. Umso größer und umso tiefer ist unsere Freude darüber, dass sich trotz all dessen 7 Männer unseres Bistums so sehr mit ihr identifizieren, dass sie sich als Priester in den Dienst der Kirche stellen wollen. Was jetzt in dieser Stunde geschieht, liebe Schwestern und Brüder, das kann nur Jesus tun. Und was tut er? Er erwählt diese 7. Er wählt sie aus unserer Mitte aus. Und er bestellt sie zu seinen Boten, zu den Boten seiner erlösenden Liebe. Seit vielen Jahren wird in unserem Erzbistum das Sakrament der Priesterweihe immer am Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu gespendet. Dieses Fest ist eines der schönsten Feste des Kirchenjahres. Warum? Weil es ein Abbild für die unbegreifliche Liebe Gottes ist, die im Herzen Jesu für uns Menschen schlägt. Durch den Empfang der heiligen Weihe werden unsere Weihekandidaten von Jesus, dem guten Hirten, selbst in dieses Geheimnis der Liebe aufgenommen. Seinen Ausdruck findet das unter anderem in einem Wort des Herrn an seine Jünger, die dieser einst im Abendmahlsaal an sie gerichtet hat. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sagt er da zu ihnen, denn der Knecht weiß nicht, was der Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Zur Freundschaft, liebe Schwestern und Brüder, gehören Vertrauen und Mitteilen. Jesus verwirklicht beides für seine Jünger. Er verwirklicht es auch mit Blick auf unsere Weihekandidaten. Sein Vertrauen ist so groß und es geht so weit, dass er sich selbst und sein Werk ihnen anvertraut, die er für den priesterlichen Dienst erwählt hat. Sein Mitteilen, das beschränkt sich nicht auf etwas,
Das beschränkt sich dabei nicht nur auf sein Wissen. Er bezieht sein ganzes Leben ein. Ausdrücklich erklärt der Herr: Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Und genau das tut er. Er verwirklicht das wichtigste Zeichen der Freundschaft im höchsten Maße. Er teilt alles mit. Und durch den Empfang der Heiligen Weihe werden unsere Kandidaten befähigt, wiederum alles mitzuteilen, was der Herr schenkt, nicht was sie zu schenken vermögen, was der Herr schenkt. Sie sind berufen, als Freunde Jesu bei dessen Freundesdiensten für die Menschen verantwortlich mitzuwirken. Und sie sind, wie das der Verfasser des Hebräerbriefes einmal formuliert, dabei aus den Menschen genommen und für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott. Das hier angesprochene Auswählen, liebe Schwestern und Brüder, das ist nicht ein Vorgang, den Menschen vollziehen. Dieses hier angesprochene Auswählen, das ist zuerst Werk des himmlischen Vaters. Selbst beim hohen Priestertum Christi geht das Auswählen durch den Vater voraus. Das versichert uns der Apostel, wenn er sagt: So hat auch Christus sich nicht selbst die Würde verliehen, hoher Priester zu werden, sondern der zu ihm gesprochen hat: Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Ganz im Sinne seines Vaters wählt daher auch Jesus die aus, denen er den priesterlichen Dienst anvertraut. Den Jüngern im Abendmahlsaal und allen, die er zu Priestern weiht, sagt er: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Alles das offenbart die unendliche Liebe des Vaters, die sein Sohn an die Menschen weitergeben will. Und er versichert seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Damit, liebe Schwestern und Brüder, eröffnet sich eine zweite Perspektive auf das priesterliche Sein und Wirken. Es ist ein Geheimnis der Liebe. In der Priesterweihe ruft der Herr in die Liebe hinein. In die Liebe, die er selber empfangen hat von seinem Vater und vom Heiligen Geist. Er ist ganz und gar Liebe. Er ist fleischgewordene, unendliche Liebe. Er ist persongewordene Liebe, Liebe in Person. Sein ganzes Leben gibt Zeugnis vom Mysterium der Liebe. Am bewegendsten ist das Geschehen auf Golgotha, indem er sein Leben für die Seinen hingibt, offenbart er die größte Liebe. In keinem Augenblick lässt die Liebe in Christus nach. Er bleibt voll und ganz in der Liebe. Und in dieses Bleiben ruft er die Seinen hinein. Ausdrücklich fordert er sie dazu auf.
Er will uns nicht nur dann und wann seine Liebe erweisen. Nein, er will das immer tun. Er will das zu jeder Zeit tun. So will er uns ermöglichen, dass wir nicht nur ab und zu seine Liebe erwidern, sondern immerzu. Bleibt in meiner Liebe, sagt er daher den Seinen. Dieses in der Liebe bleiben, das ist das Entscheidende. Und weil es das Entscheidende ist, ist es auch der Urquell allen priesterlichen Wirkens. Je mehr wir Priester in seiner Liebe bleiben, umso besser können wir unsere priesterlichen Aufgaben wahrnehmen. Und die wichtigsten von ihnen heißen: Zeugnis von der Liebe geben und die Liebe feiern. Als Priester sind wir berufen, im Namen Jesu und im Namen der Kirche das Wunder der göttlichen Liebe zu bezeugen. Im persönlichen Gespräch, wie in der offiziellen Verkündigung der Kirche, im Zuspruch der Beichte, wie in der Katechese. Letztlich geht es immer wieder darum, den Menschen zu sagen: So liebt die Liebe, so liebt sie dich. Lass dich von dieser Liebe erfassen, lass dich von ihr entflammen, lass dich von ihr beseelen, lass dich von ihr bewegen. Sie allein kann dich und sie allein will dich glücklich machen. Komm, feiere mit uns das Geheimnis der Liebe. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist der Sinn und das Ziel eines jeden Gottesdienstes. Und darum geht es auch insbesondere in der Feier der Sakramente. Als Priester sind wir berufen, in wichtigen Situationen menschlichen Lebens einen besonderen Liebesdienst zu erweisen. Als Priester dürfen wir nicht nur von der Liebe Gottes sprechen, wir sind auch dazu da, sie mit Begeisterung zu feiern, in der Taufe, im Bußsakrament, in der Feier der heiligen Eucharistie, bei der Krankensalbung, bei der Feier der Eheschließung. Da dürfen wir dazu einladen, voll Freude die Feste der Liebe mitzufeiern, die der Herr uns zugedacht hat. Das kann umso überzeugender geschehen, je mehr wir uns selbst von der Liebe Gottes erfassen lassen. Deshalb ist der Appell des Herrn: Bleibt in meiner Liebe, für uns als Priester von besonderer Dringlichkeit. Denn wir sind zum Lieben erwählt. Wir sind zum Lieben erwählt und dazu, dass wir in der Liebe Frucht bringen und dass diese Frucht bleibt. Allein in den wahrhaft Liebenden erfüllen sich die Worte Jesu: Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Der Maßstab dieser Liebe ist nicht das, was man fühlt, sondern das, was man tut. Deshalb gehört zu der Aufforderung: Bleibt in meiner Liebe, immer auch die klare Weisung: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Es entspricht daher Jesu Geist, wenn uns etwa die heilige Therese von Avila sagt: Nicht in der Vergießung von Tränen, nicht in jenen Süßigkeiten und zärtlichen Andachtsgefühlen besteht die Liebe Gottes, sondern darin, dass wir ihm dienen in Gerechtigkeit, mit Seelenstärke und mit Demut. Und genau in dieselbe Richtung weist uns Johannes vom Kreuz, wenn er uns ans Herz legt: Betrachte es als deine erste Sorge, bei all deinen Handlungen Christus nachzuahmen. Und zwar mit glühender Sehnsucht und mit heiliger Begeisterung. Bemühe dich,
jede derselben so zu verrichten, wie wenn der Heiland selbst sie vollzogen hätte. Der heutige Empfang der heiligen Priesterweihe mahnt deshalb unsere Weihekandidaten, das Priesteramt Christi in immerwährender Freude und Liebe auszuüben und in ihrem Dienst nicht sich selbst zu suchen, sondern immer nur einen und ausschließlich nur einen, Christus. Und dies entspricht dann auch dem Wort des Herrn: Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das Geheimnis des Priestertums, liebe Schwestern und Brüder, es ist ein Geheimnis der Freude. Es ist ein Geheimnis der Seligkeit. Ja, es ist ein Geheimnis der Liebe. So bitten wir den Herrn in dieser Stunde, dass er besonders unsere 7 Weihekandidaten, aber auch einen jeden von uns mit seiner Liebe anstecken möge, damit wir mit ihr beladen hinausgehen und in seinem Namen unseren Dienst tun, um so die Menschen mit seiner Liebe zu beschenken. Gibt es, liebe Brüder, einen schöneren Auftrag als diesen Dienst, der euch jetzt in dieser Stunde anvertraut und übertragen wird? Geht deshalb mit Zuversicht den Weg, den der Herr euch führen wird, und geht ihn mit Freude. Ihr habt allen Grund dazu, denn der Herr ist immer mit euch und sein Geist immer in euch. Amen.
Liebe Brüder, bevor ihr jetzt die Priesterweihe empfangt, sollt ihr vor der ganzen Kirche bekunden, dass ihr diesen Dienst auf euch nehmen und euer Leben lang erfüllen wollt. So frage ich euch, seid ihr bereit, das Priesteramt als zuverlässige Mitarbeiter des Bischofs auszuüben und so unter der Führung des Heiligen Geistes die Kirche des Herrn umsichtig zu leiten? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, in der Verkündigung des Evangeliums und in der Darlegung des katholischen Glaubens den Dienst am Wort Gottes treu und gewissenhaft zu erfüllen? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, die Mysterien Christi, besonders die Sakramente der Eucharistie und der Versöhnung, gemäß der kirchlichen Überlieferung, zum Lobe Gottes und zum Heil seines Volkes, in gläubiger Ehrfurcht zu feiern? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, zusammen mit dem Bischof im Gebet, das uns aufgetragen ist, Gottes Erbarmen für die euch anvertraute Gemeinde zu erflehen? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, den Armen und den Kranken beizustehen und den Heimatlosen und Notleidenden zu helfen? Ich bin bereit. Christus, unser hoher Priester, hat sich um unsertwillen dem Vater dargebracht. Seid ihr bereit, euch Christus, dem Herrn, von Tag zu Tag enger zu verbinden und so zum Heil der Menschen für Gott zu leben? Mit Gottes Hilfe bin ich bereit. Christian, versprichst du mir und meinem Nachfolger Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er an dir begonnen hat. Robert, versprichst du mir und meinem Nachfolger Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er an dir begonnen hat. Hendrik, versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Tobias, versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er an dir begonnen hat. Josef, versprichst du dem Bischof, in dessen Bistum du tätig bist, und deinem Oberen Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er an dir begonnen hat. Alvaro, versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er an dir begonnen hat.
Thomas, versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam. Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er an dir begonnen hat. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater. Er schenke seinen Dienern, die er zu Priestern erwählt hat, Gnade und reichen Segen. Thank you.
Franziskus, unseren Erzbischof Rainer und alle Hirten der Kirche. Segne deine Diener, die du zu Priestern erwählt hast. Segne und heilige deine Diener, die du erwählt hast. Segne, heilige und weihe deine Diener, die du erwählt hast. Gib alle Völker der Erde Frieden und Freiheit. Erhöre uns, Herr, unser Gott, erfülle diese deine Diener mit dem Heiligen Geist, gib ihnen deine Gnade und die Vollmacht des Priestertums und bewahre ihnen stets den Reichtum deiner Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Erhebet euch.
Wir preisen dich, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, und rufen deinen Namen an. Steh uns bei, du Ursprung aller menschlichen Würde, du Quell aller Gnaden. Alles, was du geschaffen hast, gedeiht allein durch dich und bleibt durch dein Wirken erhalten. Um dir ein priesterliches Volk zu bereiten, erwählst du in der Kraft des Heiligen Geistes Diener deines Sohnes Jesus Christus und ordnest ihren Dienst in den geistlichen Ämtern. Im alten Bund schon hast du Ämter und Dienste in heiligen Zeichen entfaltet. Mose und Aaron hast du bestellt, dein Volk zu leiten und zu heiligen. Zu ihrer Hilfe beim gemeinsamen Werk hast du Männer eines weiteren Dienstes und Amtes berufen. Auf dem Zug durch die Wüste hast du den 70 Ältesten vom Geist des Mose mitgeteilt, so dass er dein Volk mit ihrer Hilfe leichter zu führen vermochte. Den Söhnen Aarons hast du Anteil gegeben am hohen Amt ihres Vaters, damit die Zahl der Priester des alten Bundes genügte für die Opfer im heiligen Zelt, die nur Schatten und Vorausbild waren des kommenden Heiles. In der Fülle der Zeit hast du, heiliger Vater, deinen Sohn in die Welt gesandt, Jesus, deinen Apostel und hohen Priester, zu dem wir uns alle bekennen. Er hat sich dir dargebracht im Heiligen Geist als makelloses Opfer. Seine Apostel hat er durch die Wahrheit geheiligt und ihnen Anteil geschenkt an seiner eigenen Sendung. Ihnen hast du Gefährten zugesellt, die auf dem ganzen Erdkreis das Werk deines Heiles verkünden und vollziehen. So bitten wir dich, Herr, unser Gott, schenke auch uns Bischöfen solche Gefährten und Helfer, deren wir bedürfen in unserem apostolischen und priesterlichen Dienste. Allmächtiger Vater, wir bitten dich, gib diesen deinen Dienern die Würde des Priestertums, erneuere in ihnen den Geist der Heiligkeit. Das Amt, das sie aus deiner Hand, o Gott, empfangen, die Teilhabe am Priesterdienst, sei ihr Anteil für immer. So sei ihr Leben für alle Vorbild und Richtschnur. Uns Bischöfen seien sie zuverlässige Helfer. In der Gnade des Heiligen Geistes bringe das Wort der frohen Botschaft durch ihre Verkündigung reiche Frucht in den Herzen der Menschen und es gelange bis an die Enden der Erde. Mit uns seien sie treue Verwalter deiner heiligen Mysterien. So wird dein Volk durch das Bad der Wiedergeburt erneuert, so wird es genährt an deinem Altare. So werden die Sünder versöhnt, so werden die Kranken gesalbt zu ihrer Heilung.
mit uns Bischöfen vereint, erflehen diese Priester, Herr, dein Erbarmen, für die ihnen anvertrauten Gemeinden und für alle Menschen auf Erden. So werden die vielen Völker in Christus vereint. Sie wachsen zusammen zu einem einzigen Volk und werden vollendet in deinem ewigen Reiche. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Christian, unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit der Kraft gesalbt hat, behüte dich.
Er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Robert, unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich. Er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Hendrik, unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich. Er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Tobias, unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit der Kraft gesalbt hat, behüte dich. Er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Josef, unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich. Er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu leiten und Gott das Opfer darzubringen. Alvaro, unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich. Er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Thomas, unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich. Er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Christian, empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Der Friede sei mit dir. Robert, empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Der Friede sei mit dir. Hendrik, empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers.
bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Der Friede sei mit dir. Tobias, empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Der Friede sei mit dir. Josef, empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Der Friede sei mit dir. Alvaro, empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Geheimnis unter das Leben des Kreuzes. Der Friede sei mit dir. Thomas, empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Der Friede sei mit dir.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, sieh auf das durchbohrte Herz deines Sohnes, der uns geliebt und sich für uns hingegeben hat. Lass unser Opfer dir wohlgefallen und zur Sühne für unsere Sünden werden. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben, durch unseren Herrn Jesus Christus. Am Kreuz erhöht hat er sich für uns dahingegeben, aus unendlicher Liebe, und alle an sich gezogen. Aus seiner geöffneten Seite strömen Blut und Wasser, aus seinem durchbohrten Herzen entspringen die Sakramente der Kirche. Das Herz des Erlösers steht offen für alle, damit sie freudig schöpfen aus den Quellen des Heiles. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht wurde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit dem heiligen Petrus, dem heiligen Maternus, den heiligen drei Königen, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihren Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zu Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, José Antonio Santor Quarto, Annemarie Welbers, Markus Menke, Emilian Knežević, und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, ad veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen, und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und reiche Frucht bringt, so spricht Christus, der Herr. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Die Schrift sagt, aus seinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Thank you.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns gestärkt mit dem Sakrament jener Liebe, durch die dein Sohn alles an sich zieht. Entzünde auch in uns das Feuer seiner Liebe, damit wir in unseren Schwestern und Brüdern ihn erkennen und ihm dienen. Darum bitten wir durch ihn, Christus unseren Herrn. Liebe Schwestern, liebe Brüder, schade, dass es schon vorbei ist, werden Sie vielleicht denken und sagen, ich denke es auch. Und wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich mir noch mehr Zeit genommen, wenn ich noch mal so viele jetzt hier vorne gehabt hätte. Also zu den 7 noch mal 7 dazu, 14. Oder ich wäre auch nicht böse gewesen, wenn es auch noch mal dazu 7 gewesen wären. Ich erinnere mich noch an Jahre, wo das so war. Und deshalb möchte ich Sie alle einladen und bitten, dass wir kräftig beten, dass wir bald wieder die Zeiten erleben dürfen, wo wir auch nochmals mehr Mitbrüder haben, die sich zur Priesterweihe zur Verfügung stellen. Wir sind aufgerufen und eingeladen, alle den Herrn der Ernte, Christus, um Berufungen zu bitten. Jetzt freuen wir uns aber erstmal über die 7. Herzlichen Glückwunsch euch 7. Glückwunsch den Eltern, den Geschwistern, den Familien. Danke für die langjährige Begleitung, gerade auch im Gebet, für alle Unterstützung in ihren Familien, in den Gemeinschaften des neokatechumenalen Weges, in den Heimatgemeinden, in den Praktikumsgemeinden. Danke an unsere Mitbrüder in den Gemeinden, im Presbyterium, die ebenfalls euch begleitet haben, die gebetet haben für euch, dass ihr es schafft und durchhaltet. Aber das ist, wie gesagt, erst der Anfang, das, was jetzt hier heute so schön und so festlich begonnen hat. Das will jetzt ein Leben lang entfaltet werden. Und dafür, denke ich, versprechen wir euch alle unser Gebet. Danke sage ich auch all denen, die in der Priesterausbildung tätig waren und sind, im Albertinum, im Redemptoris Mater Seminar, in Landershofen, hier bei uns am Priesterseminar. Ich sage Dank den theologischen Fakultäten in Bonn und in St. Augustin und natürlich auch in Landershofen. Ich danke einfach allen, die sich Gott zur Verfügung gestellt haben, damit er durch uns wirken kann. Und jetzt wollen wir in dieser Stunde Gott unsere 7 neuen Mitbrüder anvertrauen. Wir wollen den Segen auf sie, auf ihre Familien, im Letzten aber auf uns alle und auf unser ganzes Bistum herabrufen. Besonders aber auch auf diejenigen, die Gott berufen möchte, aus unserer Mitte und darüber hinaus. Und dass die, die er berufen möchte, hören und den Mut haben, zu folgen. Darum wollen wir Gott jetzt im Segen bitten. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei mit euch. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. So segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn
und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Thank you.
Amen.